So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal einen Parachute in Minecraft Vanilla, beziehungsweise einen Fallschirm, also so einen Gleiter hier. Und ja, damit kann man auch runterfliegen. Ich bin ja extra in so einer Amplified World und was das alles kann, das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! So, ihr seht hier schon, das ist ein Custom 3D-Modell und ich bin hier auch gerade in der Version 15W31C, also ein Snapshot der 1.9-Version. Und in dieser Version gibt es hier den Levitation-Effekt, das bedeutet, dass man eben nach oben schwebt, anstatt irgendwie nach unten zu fallen. Und wenn man das in einem bestimmten Grad angibt, also zum Beispiel jetzt hier, warte, Moment, ich muss mal kurz hier das suchen, genau hier Levitation, mit der Stärke 253, dann schwebt man nicht nach oben, sondern gleitet langsam nach unten und das habe ich mir eben hier zunutze gemacht, indem ich hier diesen Parachute eben, ja, damit erschaffen habe. Und es gibt auch natürlich so eine Reißleine dazu. Moment, natürlich wieder professionell vorbereitet. Moment, ich muss mal kurz die Sprache umstellen, denn ich habe das Ganze hier in der englischen Sprachdatei verändert. Das heißt nämlich dann Reißleine hier. Und wenn ich die Reißleine betätige, dann müsste normalerweise dann der Parachute aktiviert werden und ich gleite langsam nach unten. Also ich kann jetzt in dieser Amplified World, also in dieser extrem zerklüfteten Welt einfach mal runterspringen und wir sehen schon, da passiert überhaupt nichts. Also wenn ich jetzt einfach runterspringen würde, werde ich einfach unten ankommen und dann eben irgendwann Brei sein. Aber ich will jetzt natürlich nicht Brei werden, sondern ich will einfach mal einen Parachute zünden und das mache ich eben, indem ich während ich falle, diese Reißleine hier ziehe mit Rechtsklick und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Wir sehen hier schon, das Ganze wurde aktiviert, wir sehen es auch im Chat. Es kommen ein paar Partikel und auch eine Nachricht, ja, wie gesagt, im Chat. Und an der Seite sehen wir schon, da wird der Levitation-Effekt angezeigt. Der ist jetzt ein bisschen blinkend, weil eben nur eine Sekunde das Ganze angezeigt wird. Und ich habe das Ganze auch in Gleiten umbenannt, statt Levitation. Und das kann ich eben hier mit den Pfeiltasten, also Quatsch, mit den WASD-Tasten lenken. Mit der Maus natürlich auch hier die Richtung bestimmen und so weiter. Und langsam nach unten gleiten. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Reißleine drücke, dann ist das Ganze deaktiviert und ich falle runter. Wenn ich jetzt wieder diese Reißleine ziehen würde, dann ist das Ganze wieder aktiviert und ich kann weiter nach unten gleiten. So, ihr seht hier schon, das Ganze ist viel größer als bei dem Modell da oben. Das liegt daran, dass das Ganze auf meinem Kopf befestigt ist. Hier, oh ja, das ist extrem groß. Hier sehen wir schon, dass das Ganze auf meinem Headslot ist, also auf meinem Kopf praktisch. Also dieser Block ist praktisch auf meinem Kopf jetzt. Und ich habe das Ganze eben in BDCraft so geändert, dass das Ganze so riesig ist. Wir kennen das Prinzip auch schon von der Rakete und so weiter, dass das eben viel größer ist als sonst. Und ja, genauso kann man diesen Parachute hier erschaffen. Seht schon, ich bin am Boden und kann trotzdem hier weiter gleiten und der Fallschirm ist auch noch da. Wenn ich jetzt nochmal ziehen würde, ist das Ganze weg und ich habe jetzt hier wieder die normale Gravitation und kann auch hier nochmal wieder runterspringen. Natürlich jetzt hier immer mühsam hochzufliegen. Meh. So hier. Dieses ganze Paket hier, also dieses ganze Redstone-Paket, das ist auch schon alles, was ihr hier dafür braucht. Das ganze Ding hier ist in der Beschreibung verlinkt und ihr könnt es einfach so, wie es ist, in eure Welt einfügen. Dann noch die Glock hier aktivieren, dazu werde ich noch ein paar Schilder hier platzieren. Müsst einfach nur draufklicken und dann ist das Ganze aktiviert. Und dieses Resource Pack wird entweder in der Welt beiliegen, also so, dass ihr eben joint und das ist automatisch aktiviert. Oder ich packe es einfach in einen externen Ordner, der dann wahrscheinlich beim Download mit drin ist. Und dann müsst ihr einfach nur das Resource Pack reinmachen und dann ist das Ganze hier auch schon drin. Genau, ich kann nochmal kurz runterspringen hier. Yay! Genau, wir haben auch einen coolen Sound hier, so einen Wing-Sound vom Enderdrachen. Und wenn ich das Ganze wieder deaktiviere, haben wir so einen Creeper-Sound, wenn er eben stirbt, also ein Todes-Sound vom Creeper. Und damit kann ich jetzt durch die Welt cruisen und hier ein bisschen die Gegend hier erkunden. Wenn ich runter will, ein bisschen deaktivieren, dann wieder aktivieren, wenn ich wieder schweben will oder gleiten will. Und dann ist das auch schon gegessen. Oh, was ist denn hier, eine Höhle? Und da klingelt mein Handy. So, ah ne, ist keine Höhle, ist nur Betrug. Okay, da gehe ich weiter. Ja, das war's auch schon im Grunde von diesem kleinen Video. Wenn ihr weitere Ideen für sowas habt, also mir fehlen ja momentan ein bisschen die Ideen, weil ich, ja, keine Ideen habe. Genau. Wenn ihr welche habt, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare und dann werden auch weitere geile Sachen kommen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Link dazu ist natürlich wie immer, wie gesagt, in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.